Mal 20. Mal Jubiläum. Es freut mich auch, dass doch einige Leute schon da sind. Es hat irgendeinen Ausfall bei der U3 gegeben und es ist auch heute, glaube ich, irgendein Fußballspiel oder so gegen die Schweden. Ich weiß nicht, egal. Trotzdem freut es mich, dass ihr alle da seid. Es liegt da drüben auch eine Liste auf, auch ein sehr aktuelles Thema, beziehungsweise ein paar haben sich schon unterschrieben, also nicht doppelt unterschreiben bitte, das hilft nichts. Nur die, die noch nicht unterschrieben haben, es gibt neben TTIP und CETA noch TISA und das geht quasi um die Wasserprivatisierung. Also wer da noch nicht unterschrieben hätte, bitte nachher oder währenddessen einfach hingehen und seine Unterschrift untersetzen. Ich glaube, jeder Mensch von uns glaubt, der hier steht, dass Wasser ein Menschenrecht ist und dass jeder freien Zugang zu Wasser haben sollte und dass es nicht nur ein Recht ist für Firmen, die daraus Geld scheffeln können und noch mehr Gewinne, dass irgendwelche Wirtschafter noch mehr Geld draus schlagen können, sondern dass jeder irgendwas davon hat oder jeder freien Zugang zu Wasser hat. Wir in Österreich haben es ja ganz gut, wir haben Schneeberg und die Rax, vor allem in Wien. Wir haben ein super gutes Wasser und ich liebe es immer wieder, auch wenn ich im Urlaub und so weiter war, wenn ich zurückkomme, wenn ich Wiener Leitungswasser trinken kann. Ja, ja, das war es mal zu TTIP und TISA. Heute ist alles relativ spontan wieder. Es wird nachher dann der Stefan drankommen, wird euch eine hübsche Rede wieder zum Besten geben. Vorher habe ich noch so ein kleines Ding. Es war jetzt in den letzten Wochen und Monaten im Fernsehen, also im Fernsehen, in den Medien halt, beziehungsweise im Facebook ganz stark, diese ALS Ice Bucket Challenge, falls ihr es mitbekommen habt. Ich weiß es nicht. Okay, weniger. Also es ist grundsätzlich dabei darum gegangen, es ist um eine Nervenkrankheit gegangen, ALS. Unter anderem Stephen Hawking leidet unter dieser. Es wurden ziemlich viele Spenden gesammelt, also es war ein ziemlich starker Aufruf, ein Wirbel im Internet, wo alle Leute sich aus Spaß Eiswürfel mit also einen Kübel mit Wasser gefüllt und Eiswürfel über den Kopf geleert haben und geglaubt haben, ja, yeah, das ist ein super Spaß und sie tun was Gutes damit. Ich weiß nicht wirklich, ob was Gutes passiert ist damit, weil die meisten haben sich dafür ja gedrückt, quasi um etwas zu spenden. Ein paar haben trotzdem parallel auch was gespendet, ganz nett und gut. Auch für diese Krankheit, nur im Endeffekt, wer profitiert? Wieder irgendeine Firma, beziehungsweise die Manager dieser Firma. Also die Organisatoren dieser Firma haben Jahresgehälter von bis zu 250.000 Euro im Jahr. Also es gibt einen Komiker, der hat gesagt, das gibt keiner von uns einmal in der Woche aus. Ja? Also ich habe das im ganzen Leben, glaube ich, noch nicht ausgegeben. Aber es ist ein bisschen unfair, wie die ganze Verteilung stattfindet. Von dem Geld, was überhaupt gespendet wird, werden meistens nur Tiertests gemacht. Ja, es ist leider so, ohne Tiertests geht es meistens nicht, aber trotzdem leiden wirklich viele Tiere darunter und dass das gerade extra, das bisschen, was davon abfällt, nur für das wegkommt, ist auch eine traurige Sache. Ich hoffe, der Stefan ist langsam bereit, weil mir gehen jetzt eh schon die Worte aus. Ja, was kann ich noch sagen? Heute ist wieder ein schönes Wetter. Letzte Woche hat es extrem geregnet. Und wir haben uns da in so kleinen Zirkeln zusammengefunden. Wir waren insgesamt nur knapp 30, 35 Leute, die dem Wetterstand gehalten haben. Es war ein sehr intimer Austausch und so weiter. Und ich bin froh, dass diese 30 Leute sogar bis knapp um 21 Uhr durchgehalten haben. Es war sehr anstrengend. Es wird jetzt auch bald der Winter kommen. Das heißt, es wird generell ein bisschen kälter für uns alle werden. Und ich hoffe, dass ihr alle die Kraft besitzt und trotzdem durchhaltet, dass wir den Winter durchstehen und dann im Frühjahr wieder mit neuer Energie dann weiter starten können, aber das kommt erst. So, Stefan, ich bitte dich. Ja. Okay, der macht gerade ein Interview. Warte, dann ein kleiner Zwischeninput. Ja, grüß euch, ich bin die Eva. Ich nutze die Gelegenheit, weil der Stefan noch ein Interview macht. Ich denke mal, viele von euch haben wahrscheinlich den neuen Beitrag von Ken Jebsen, das Nachdenken über geistige Generalmobilmachung, schon gesehen. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch an und verteilt es. Also ich habe das jetzt auch gemacht über meinen E-Mail-Verteiler, habe es einfach quer durch alle Leute geschickt. Ich habe zwar ganz viel sehr böse Rückmeldungen auch gekriegt und habe dann erst kapiert, wie völlig diffamiert der Ken Jebsen schon wird, weil er halt einfach wirklich gefährlich ist. Aber ja, es war insofern spannend, ich habe dann mein Wochenende damit verbracht,
den Leuten zu antworten und da irgendwelche Sachen klarzustellen, die in ein völlig schiefes Licht geraten sind, und das war einfach auch spannend und auch für mich hilfreich, und ich glaube, es haben doch zumindest wieder ein paar Leute ein bisschen was mehr kapiert. Und das Zweite, was ich einfach auch noch sagen wollte, also die Leute, die da sind, kennen es wahrscheinlich auch vom Daniel Ganzer, die verdeckte Kriegsführung, wo das einfach auch ganz kompakt und ganz schön dargestellt wird, was läuft, und wo man einfach auch kapiert, wie wichtig das ist, dass man das verteilt und dass man das möglichst vielen Leuten sagt, weil es wissen die Leute einfach nicht. Und ich denke mal, wenn das die Leute nicht wissen, kapieren sie auch nicht, was sie jetzt abspielt. Aber wenn man das gesehen hat, dann weiß man es einfach. Und ich glaube, dann ist es jedem, der das kapiert hat, einfach ganz normaler Bedürfnis, das weiter zu verteilen. Und ich glaube, dass wir nur auf die Art und Weise eine Chance haben, dass es halt mehr und mehr Leute kapieren. Okay, danke. Danke dir. Ja, mir ist noch was weiteres eingefallen in Bezug auf unsere ganze Organisation und so weiter. Bei uns ist halt immer schwierig, weil alle Leute, die hier arbeiten, die das tägliche Aufstellen, Aufbauen und alles, ich weiß nicht, ob es eh schon mehrfach gesagt worden ist, die machen das alle kostenlos. Also wir machen das freiwillig, ohne irgendein AdSense zu bekommen, auch ja, einfach noch so Überzeugung. Und ich hoffe, dass vielleicht auch noch weitere Leute, vielleicht hier aus dem Publikum, wenn sie irgendwie nur 5-10% ihrer Zeit ab und zu mal opfern können, sich auch vielleicht der ganzen Sache anschließen wollen, aktiv, nicht nur am Montag. Es wird nämlich, wenn es jetzt wirklich klappt, ich will es jetzt nicht im Vorhinein rausschreien, vielleicht bald eine Friedenswerkstatt geben. Also wir werden ein kleines Büro bekommen, zur Verfügung gestellt, kostenlos auch für uns, für den guten Zweck. Und dort wird man sich dann auch außerhalb vom Montag treffen können, an Projekten zusammenarbeiten können, verschiedenste Themen ausarbeiten können, Aktionen planen können, um das ganze Thema publiker zu machen, um es mehr zu verbreiten, weil das ist im Moment so ein Part, in dem es ein bisschen stockt im Moment, dass einfach die Informationsverteilung einfach stehen bleibt. Und die Leute sind nicht dumm, sie wollen ja auch nicht den Frieden haben, sie wissen es nur einfach nicht. Und wenn sie es erfahren würden, wenn sie das leichter und besser verbreiten würde, dann wäre das ein anderer Zugang auch für die Leute. Meine Mutter zum Beispiel, die versucht jetzt schon, wie gesagt, das 20. Mal, versucht schon seit 20 Malen hierher zu kommen, also 19 Mal, weil ab dem ersten Mal habe ich es ja gesagt, sie hat es bis jetzt aus arbeitstechnischen Gründen noch nie schaffen können. Ich hoffe, dass sie es auch irgendwann mal schafft, und viele Leute können sich halt gerade nicht heute engagieren oder aktivieren, um sich hierher zu stellen, wollen aber trotzdem ihren Beitrag leisten und das mithelfen oder mittun. Ihr könnt jederzeit eure Adressen oder Kontaktdaten da lassen, wir werden euch kontaktieren und euch anschreiben, wenn ihr bei irgendwelchen Projekten mithelfen könnt, bei irgendwelchen Aktionen, die auch außerhalb vom Montag stattfinden. Ja, indem wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, werden wir was Klassisches wieder machen, was die letzten paar Male leider ausgefallen ist. Und zwar eine kleine Schweigeminute. Was haltet ihr davon? Ist es gut? Wir geben dem Frieden eine Chance. Wie gesagt, es ist nicht nur heute, sondern gestern und die letzten paar Wochen durchgehend. Es gibt überall auf der Welt Leute und Menschen, vor allem Kinder, die kontinuierlich leiden, die kein Trinken haben, kein Essen haben, die unter irgendwelchen politischen Kriegstreibern, die einfach nur ihre Macht ausbauen wollen, weiter Geld verdienen wollen, arme Leute unterdrücken, die einfach keine Chance haben, auf sich zu wehren. Und ja, geben wir denen mal jetzt eine Minute unserer positiven Energie und versuchen sie raufzusenden, dass sie irgendwie heute Abend einen schönen Abend haben und unter einem Dach schlafen können vielleicht oder irgendwas zum Essen bekommen.
das schön. Abschließend, weil ich glaube, der Stefan ist dann langsam bereit, möchte ich euch noch dazu bitten oder auffordern, einfach links und rechts eurem Sitznachbarn ein Zeichen des Friedens zu geben, ihm zu drücken, zu umarmen, ein Bussi zu geben, was ihr wollt. Einfach ein bisschen die Liebe zu spenden und zu teilen. Danke dir, Dominik. Okay. Jetzt habe ich was im Mund. Stefan? Ja. Ich gebe ab an Stefan Bartonek. Normalerweise habe ich ja immer einen schönen Text dabei, von dem ich runterlese. Aber ich möchte jetzt auch versuchen, halbwegs frei zu reden. Man muss ja nicht alles perfekt machen. Letzte Woche am Montag war der Internet.